Hello guys to Quantum Break Part 6, Round 6? Ich glaube schon. Weiter geht's. Ich habe Wills Labor sofort erkannt, als ich die alte Werbetafel darauf sah. Den Bereich, den wir Ground Zero nennen. Genau. Es war klar, dass das Labor das Zentrum von Monarchs Operation war. Ich wollte sehen, was dort drin war. Und das war der einzige Weg zu den Trockendocks und zu Reen. Boah, ist das geil, Alter. Das ist so mega funny. Oh, jetzt habe ich auch ein bisschen mich selber eingezeitet. Einfach nur geil, ey. Das macht echt mega Fun. Aber ich will auf jeden Fall noch ein bisschen mehr von diesen Rucksäcken finden. Das ist dieser Typ von der Universität. Fuck. Alter, das war ganz schön knapp. Da müssen die zwei weit zimmeln, oder? Jawohl. Jetzt habe ich wieder keine Munition mehr, ne? Wo sind sie? Wo ist der andere? Achso, hier geht's schon weiter, okay. Okay. Boah, krass. Ah, hier ist von der E3-Demo damals. Jungs. So, jetzt muss ich erstmal ein bisschen durchsuchen, ne? Würde ich sagen, oder? Komm, hier ist zum Beispiel schon ein Munitionsrucksack. Endlich mal. So. Dann pass mal auf, hier liegt doch bestimmt noch mal eine Waffe irgendwo rum, oder? Scheiße. Was liegt denn nicht hier? Ich sag bloß, hier ist nichts. Das wäre wohl jetzt ein Witz. Offensichtlich nicht. Was ist das hier? Ach, guck mal da. Halbautomatische Schrotflinte, das ist ja geil. Ach, Quatsch. Oh, come on, spring da drüber. Jack Choice. Ah, gut, wir sind jetzt überall Munitionsrucksäcke und so, das bringt mir alles nichts, weil ich halt, ja. Ist mir ein Scharfschützengewehr, oder? Hat er nicht gerade irgendwas mit Schrotflinte gestanden? Na, egal. So, Jungs. Ich glaube, ich muss hier drüber hampeln, oder? Zack. Diese Technologie entwickelt, um sich durch die Anomalien zu bewegen. Er wusste, dass es zu dem Riss kommen würde. Trotzdem versuchte er nie, ihn aufzuhalten. Oh, anscheinend auf den Tank schießen, oder? Taktische MP, geil. Thank you.
Boah, ist das jetzt abgefahren, oder? Jetzt rennen wir hier alle rum mit so super extreme Hardcore Speed. Ach, come on, dass ich überall dran hängen bleibe. Na, der ständige Schulter wechselt beim Schießen ist auch kacke. Aber hier, das ist halt echt kacke, ne? Er versteckte diesen Teil seines Lebens vor mir. Nichts hatte mich auf diesen Wahnsinn, der mich dort erwartete, vorbereitet. Und selbst das war nur eine Einleitung zu den schlimmen Dingen, die später genau an diesem Ort passieren. Also, jetzt Kopfball. Lol. Wie Lol, der Typ ist weg. Oh mein Gott, ich hab den Typ für immer ins All geschossen. Boah, ist das krass, oder wie oben, wie das hier oben aussieht. Ist noch hier noch irgendwas? Eigentlich nicht, oder? Hier vielleicht? Ich glaube, man hat doch so vordefinierte Dinger für die Chronowellen einzusammeln. Das ist jetzt hier so im aktiven Kampf, sind die anscheinend nicht so richtig da. So kommt es einem jedenfalls vor. Das ist der einzige Weg. Mensch, muss mal kurz was gucken hier, so. Das kann nicht normal sein. Was war das da? Das Gelbe da? Ist anscheinend ein Fernseher oder so, oder? Kann das sein? Da. Zutritt strengstens verboten. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist eher eine Richtlinie als eine Vorschrift. Ja, ich bin jetzt echt mal gespannt, was wir da jetzt sehen, so in Ground Zero. Was zur Hölle? Wow! Was ist das? Krass. Was zur Hölle? Was ist das? Das wie so eine Art Zeitblase. Das ist anscheinend wie so eine Art Zeit. Ach du Scheiße. Jetzt dreht die Zeit aber voll am Rad, ey. Ich habe ganz ausdrücklich kupferkaschiertes Niob-Titan. Will. Man kann es mit Worten nicht beschreiben. Will war weg, aber... Er war überall um mich herum. Dieses ganze geheime Leben, das er nie erwähnt hatte, alles, wovor er mich beschützen wollte. Es umgab mich. Ein Rätsel. Gefangen in zerbrochener Zeit. Wir dachten alle, er würde seine Forschungsgelder verschwenden. Seine Karriere aufs Spiel setzen, nur weil er von einem fehlgeschlagenen Experiment besessen war. Das ließ er uns glauben. Was er dort entwickelt hatte, war absolut kein Fehlschlag. Es funktioniert. Es funktioniert. Krass. Alter, wie hardcore. Ich glaube, das jetzt gerade erzählt wurde im Spiel, oder? Wahnsinn. Ich brauche für ein weiteres Jahr Forschungsgelder. Bitte, tun Sie das nicht. Hallo? Hallo? Gegenmaßnahme. Ich hoffe, mein Gott, dass das funktioniert. Will. Weg. Paul. Komm mit mir. Wir können das überleben. Ah!
Du bist die Einzige, die sah, was ich gesehen habe. Tu es nicht, nein! Gib mir das Gerät. Was, wenn sie falsch liegen? Ich wusste, dass dort etwas völlig schiefgelaufen war. Aber es war verschlüsselt. Unmöglich zu lösen. Also hat William anscheinend so ein Ding schon mal gebaut gehabt und wusste ganz genau, was man für eine Scheiße damit bauen kann. Wahnsinn. Also hier dreht die Zeit auf jeden Fall total am Rad im Ground Zero. Aber ich denke mal, hier ist halt was gewaltig schief gelaufen damals. Deswegen dreht doch hier die Zeit so sehr am Rad. Und dann hat Paul Serene halt die Maschine selber gebaut. Es war überwältigend. Besser. Alle unbeantworteten Fragen, die ich hatte, wurden durch das, was ich in der Werkstatt gesehen hatte, noch bohrender. Die Ereignisse bei der Universität waren Teil von etwas viel Größerem. Etwas, was vor 17 Jahren begonnen hat. Leaving Ground Zero. Okay, Trockendocks. Zu den Trockendocks. Bin fast da. Ich muss zu Paul gelangen. Warte mal, da kommen wir bestimmt jetzt gleich hin. Den Laptop noch benutzen. Irgendein Blödsinn, bla bla. Handlungsobjekte gefunden. So. Oh, ich komme ja doch nicht dahin, oder? Warte mal, Jungs. Ey, ernsthaft, hänge ich jetzt an hier der Treppe fest? Oh, lol, das ist aber ein bisschen lächerlich jetzt. Was haben sie denn da für Scheiße gebaut? Ich bin nämlich der Meinung, ich kann hier rausspringen. Hier kann ich nicht hier runterspringen? Naja, kann ich nicht. Ich nehme alles zurück. So. Was am Blatt? Etwas stimmte mit Paul nicht. Kronon-Syndrom. Er hatte seine Kräfte schon viel länger als ich, aber was war die Ursache? War ich auch krank? Oder war es seine Zeitreise? Ich wusste es nicht und es machte nichts von dem, was er getan hatte, weniger verabscheuenswert. The Sudden Stop, The Sudden Stop. Der letzte Alex Casey Roman von Alan Wake. Diese Ausgabe ist vom Autor signiert und Emily Berg gewidmet. Geil. Das ist mal eine coole Anspielung auf Alan Wake. So, hier war auf jeden Fall das Quantenquellending noch. Das holen wir gerade noch. Der Isit. Chronoquellen, sorry. Ist hier noch eins? Da steckt echt viel Liebe zum Detail drin und so, also muss man schon sagen. Schon richtig fett. Ja. Jack, versteh doch, Will hat mir keine Wahl gelassen. Was ist nur mit dir geschehen? Kämpfen ist zwecklos. Du hast ihn umgebracht. Ich werde es dir erklären, wenn die Zeit reif ist. Wir sehen uns heute Abend auf der Monarch Gala. Gala? Die Zeit endet und du schmeißt eine beschissene Party. Wenn die Zeit endet, tut es
aus meinem Nein, Plan hier und jetzt. Ich gehe nicht Doch, auf diese... das tust du. Ich habe es bereits gesehen. Was hast du gesehen? Was soll das alles? Auf Wiedersehen, Jack. Nein! Was hat jetzt hier drin? Hier ist er doch. Ach lol, ey, wie ich das nicht gesehen hab, ne? Nun, was haben wir denn hier? So habe ich die Handlungsobjekte fast alle gefunden. Auf einem Level. Lol, wie ich fast auf den LKW draufgesprungen bin. Ist nochmal so ein Chronoquellen-Ding? Ach, guck mal, hier liegen die ganzen Waffen. Shotgun. Halbautomatische Schrotflinte. Das ist alles schlechter wie meins eigentlich. Ich finde meine Waffen eigentlich super. Hier irgendwo? Ah, hier ist es. So, Leute, das ist ja fast die Frage, was verbessern wir denn? Also eins haben wir auf jeden Fall vergessen, das weiß ich ja noch. So, pass mal auf, wir haben ja die Zeitexplosion. Die ist ja auch saustark, ne? Verfügbare Upgrade-Punkte habe ich 7 Stück, echt? Machen wir mal das hier machen wir gerade, so. Was haben wir hier noch? Die Zeitexplosion lädt sich jetzt schneller auf. Das ist natürlich auch geil. Ich will aber... Hier, das ist ja das, was ich so cool finde. Das Wuschen finde ich ja so geil, ne? Das dauert noch länger. Das ist geil. Das holen wir auf jeden Fall. Genau, da läuft doch, Mensch. Was ist denn das allererste hier? Hier das. Von Wuschen und Flächen werden kurzzeitig gegnerische Positionen angezeigt. Das machen wir auch mal. Cool. Zumindest mal gut abgegradet, Leute. Gut abgegradet. Sir. Paul! Stopp! Komm zurück, verdammt! Nein. Oh Gott. Das sieht nicht gut aus. Heilige Scheiße! Weiter! Komm raus! Boah, krass! Oh oh. Oh fuck! Hätte ich ja vielleicht vorher stehen bleiben müssen, oder? Boah, ist das krass, ey, ohne Witz. Okay, auf ein neues. Warte, pass mal auf, was ist hier jetzt im Arsch? Also, dann komme ich hier nicht durch, okay. Okay, konzentrier dich, Jack. Konzentrier dich. Ich mache immer noch zusätzlich Right Button. So. Die Anomalien wurden heftiger. Es traten ohne Vorwarnung Zeitverschiebungen auf. Damals dachte ich, es könnte nicht viel schlimmer werden. Aber wir wissen, dass es das tat. Boah, Alter.
Das muss wehgetan haben. Hey, fuck. Was hat da so anhalten, oder was? Wie soll er da denn jetzt gehen? Krass, muss ich einfach so da durchhampeln? Ist dann abgefahren, ey. Nee. Da muss ich offensichtlich nicht hin. Hier muss ich hin. Ey, Alter. Die Anomalien wurden heftiger. Die Anomalien wurden total Banane. Hoch. So. Der Pfeil sieht halt aus wie Y, ne? Als ob ich Y drücken müsste. Boah, alles weg, Alter, ist das Banane. Ach du Scheiße. Das war sehr knapp, Jack. Ach Gott, das ist ein verdammtes Labyrinth hier. Fuck. Ach, come on. Das mit dem Springen ist total dämlich. Oh, Leute, da könnt ihr echt nicht stolz drauf sein, auf das Springsystem hier, ey. So. So. Okay, weiter. Boah. Krass. Aber so ein bisschen, als ob die Zeit vorher hätte, mich zu retten, ey. Okay, geht doch. Kann mich nicht konzentrieren. Komm, beweg dich! Boah, sind halt viele Gegner. Fuck, hinter mir steht einer. Oh, längste Banane, ey. Beth war auf dem Weg zu mir gewesen. Ich bin halt immer leer an Munition, ne? In der Nähe des Trockendocks eingefroren war. Boah, Alter, ist das Banane, ey. That's totally Banana. Ohne Witz. Aber macht mega viel Fun, definitiv. Und das ist das, was wichtig ist, Leute. Das ist das, was wichtig ist. Warte. Nein, der Rucksack. So, hier soll ich wohl hin. Kann man natürlich nicht einfach so reinhampeln. Ne, ne. Ah doch, hier kann man reinhampeln. Gut, da habe ich nichts gesagt.
Die steht ganz locker da dabei. Nichts Unüberlegtes. Zuhören konnte ich noch nie. Na dann lern es. Steig ein. Und wenn ich dir nicht traue? Dann erschieß mich. Tut mir leid, aber ich nehme den Van. Das war, weil du nicht auf mich gehört hast. Au. Wenn du verhindern willst, dass die Zeit zusammenbricht, brauchst du meine Hilfe. Und vielen Dank übrigens für den Passagier da hinten. Ich komme mir bald vor wie ein Babysitter. Babysitter? Soll das ein Scherz sein? Auf dem Computer waren gute Informationen. Miststück. Krass, wie wäre es wohl jetzt gewesen, wenn ich mich gegen die Tussi entschieden hätte und die hätten die abgeknallt? So läuft das. Was zum Teufel ist bloß los mit euch? Geil. Ja, gucken wir mal, was jetzt kommt. Wenn jetzt noch eine Serie kommt, dann gucken wir die noch. Wenn nicht, dann machen wir hier mal einen Schnitt. Gucken wir mal. Und vor allem muss ich gucken, dass ich den Untertitel, ja, hier Krähen ächzen und so und Fässer explodieren, ja, dass ich das auf jeden Fall wegkommt. Ich mache den Untertitel eigentlich im Spiel an, damit man besser gucken kann, was vor sich geht, falls ihr irgendwie noch Freunde bei euch habt oder so, dass ihr zusammen gucken könnt und ein bisschen miteinander reden könnt. Da könnt ihr halt noch ein bisschen den Untertitel dabei lesen. Was hat sie in die Schwimmhalle geführt? Ja. Aber ich will nicht, dass jeder Scheiß beschrieben wird. Wichtiges. Ich fand nur einen Schlüssel mit dem Anhänger Bradbury Swimmingpool. Die einzige Spur. Das muss es sein. Das scheint schon seit Jahren geschlossen zu sein. Das perfekte Versteck für etwas, das nicht gefunden werden soll. Es wird Zeit, dass du mir alles erzählst. Will hat das einzige Gerät gebaut, das den Riss aufhalten kann. Ich weiß, dass wir es finden sollen. Und dass Monarch das verhindern will. Und doch trägst du ihre Uniform. Ich mag, wie ihre Hosen sitzen. Ja, ich wette, der Scheck kam auch nicht ungelegen. Ich brauchte eine Tarnung, um Informationen zu sammeln. Ihr wisst erst ein paar Stunden davon. Ich bereite mich schon mein ganzes Leben darauf vor. Sie wussten nicht, dass sie William gehörte? Über Will habe ich vieles nicht gewusst. Wir müssen die Gegenmaßnahme finden, die dein Bruder gebaut hat. Und zwar schnell. Je größer der Riss wird, desto schlimmer wird alles. Und Monarch wird auf der Suche nach dir jeden Stein im Ripperport umdrehen. Gut, Leute, dann wartet an dieser Stelle. Würde ich sagen, geht beim nächsten Mal weiter, gell? Okay? Peace!